Also irgendwie war das jetzt nicht wirklich ein Gedicht, sondern irgendwie eher so ein Tagebuch von dem, was dann halt jetzt zurzeit wirklich so zwischen den beiden losgeht. Bienfo sagt ja selber, dass das eine unerträgliche Zeit mit Magilo ist. Es tut mir leid, diese Gespräche haben mich jetzt einmal wieder komplett fertig gemacht. So. Ich habe mich wieder zusammengefangen. Und oh mein Gott, also ganz ehrlich, dieser Ort regnet einfach nur von Cutscenes. Ich glaube, ich weiß, was ich nach der nächsten Aufnahme ist ja schon tun werde. Das ist sogar noch besser als die Cutsquelle, die wir da gefunden hatten. Vor allem, wir schaffen sogar echt bald auf die 400. Oh Gott, ey. So, ich werde wahrscheinlich jetzt noch die zwei Nagas da zusammentun und dann konzentrieren wir uns wieder auf das Abenteuer. Was ist denn überhaupt da drin? Schon wieder so eine Montur. Wartet. Die Amphibol-Montur. Erhöht die Magieverteidigung von Velvet drastisch, verliert wenig Verteidigung, aber der Angriffswert von Velvet... Wie sieht's denn bei euch anderen Mädels aus? Sie verliert den Fokus. Ich brauche aber diesen Fokus, weil sie ja sozusagen die ganze Zeit Magie hat es benutzt. Ach, Eleanor, wie sieht's bei dir? Ja, komm. Sieht anscheinend sehr gut für dich aus, von daher... Und das hier möchte ich dir sowieso nicht geben. Ach, alter Falterino. So, dann kommt mal schnell zusammen hier, Nagas. So, auf geht's. Und natürlich greife ich jedes Mal mit dem Schlussangriff auf die falsche Seite. So, aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt zusehen, die ganze Bande jetzt instant auszuschalten. Vor allem, ich möchte jetzt wirklich hoffen, in einer Reihe meine zweite Mystica zu treffen. Und das ging schon wieder in die Hose. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie ich das am besten einsetzen soll, beziehungsweise wie das am besten funktioniert. Vielleicht sollte ich mir auch Online-Guides ansehen, falls es einen Guide dazu gibt. Sonst fühle ich mich ja sogar schon selber dazu verpflichtet, das auszuführen. So, wer fehlt denn noch alles? Ihr, okay. So, auch wenn du jetzt gerade Magilo verletzt hast, kann ich das nur zu 50% begrüßen. Und zu 50% nicht, weil sie leider ein wichtiges Glied in unserem Team ist. Zumindest wenn es um die Heilung geht. Als Person ist sie ein Klotzarbeit. Vielen Dank für den Arrivederci-Angriff. Und langsam verliere ich wieder schnell HP. Das ist nicht gut. So, Level-Ups. Level 38, okay, finde nur noch Rokuro und Eisen. Mit ihren Level-Ups. Ist also doch nicht schlecht, wenn ich doch noch ein paar Kämpfe hier mache. Vor allem, wie viele Punkte brauchen die nochmal? Eisen braucht noch 988 und braucht noch 90. Ja, easy. Da können wir easy noch einen Kampf zusammenstellen und dann hätten wir jetzt für die jeweiligen Charaktere ein Level-Up zusammen. Aber das ist jetzt nicht heute. Okay, das sage ich schon heute, aber jetzt nicht in dieser Stelle. Und das kriegt kein Gegner in der Nähe. Und dieser Naga, mit dem möchte ich mich nicht alleine anlegen. In diesem Bereich könnten wir wahrscheinlich mehr Glück haben. Und, oh Gott, das ist sogar ein Teleporter. Aktivieren! Ist aktiviert, oder? Oder? Ich sollte vielleicht nochmal ansprechen. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay. So, damit solltet ihr beide hoffentlich dann euren Level-Up kriegen. So. Oh Gott, ey. Aber ich muss mir gerade wirklich für diese Session, zumindest jetzt halt für diesen Part, also für den ersten Part dieser Session, einen guten Titel überlegen, jetzt wo mich das mit Magilo richtig getrollt hat. Hm, vielleicht sollte ich das als Thumbnail benutzen. Vielleicht habe ich das sogar schon getan, während ihr dieses Video hier seht. Oh, es ist manchmal echt traurig, ey. Oh Gott, ey. So. Komm mal schnell her, Vogelfiech. Ich möchte bei dir die Needles einsetzen. Oh, hä? Also, manchmal verstehe ich das echt nicht, wo ich bei wem erkennen kann, ob das jetzt die Needles sind oder nicht. Ich dachte, bei Fluggegnern oder Fledermäusen, also an sich Gegner, die fliegen können, sind die Needles nötig, weil das ist ja logischer gesehen, mit den ganzen Needles, die wir rauskicken, beschädigen wir sie ihre Flügel. Und das hindert sie ja beim Fliegen.
wenn man ein bisschen realistisch bleiben möchte. Wo ist denn noch einer? Hä? LOL! Was? 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 Fatale Gegner. Was? War? Level 39. Was ist das? Ich hatte nicht mal mit der zweiten Mystikart getroffen. Das hätte ich jetzt, das könnte ich jetzt gerade wirklich sehr gut gebrauchen. Was machst du da? Okay, das war der Schubser. Oh Gott. Nein! Die haben die ge-one-hitted. Nicht gut. Heilen. Die sind ja fast gar nicht besiegbar. What the fuck? What the fuck? Geht doch weg! Okay, Eisen, bitte nimm irgendwie die Arbeiter. What the fuck? Fatale Gegner! Was sind... Alter! Ich dachte, es sind nur gemischte Gegner da, aber fatale Gegner ist mir wieder eine Neuheit. Nein! Geh weg! Und Magilo, was auch immer, du schon wieder mit dir passiert ist. Setz bitte... Was ist das? Oh, keiner Trank ist sehr gut, das brauche ich. Setz bitte ein Allheilmittel ein für dich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Magilo, bitte, haut ihn mal kurz alle weg. Dieser Kampf triggert mich gerade zu sehr. Die anderen kriegen ja so gut wie gar keinen Schaden. Aber wenn ich flüchte, kriege ich meine XPs nicht. Was ist das? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh Gott, aber ich brauche die Heilung gerade mehr als alles andere. Es ist wichtig, dass ich den zuerst ausschalte. So. Bienenstich. What the fuck, ey. Ich verstehe das gerade nicht. Also, diese anderen Gegner da, die waren gerade unbesiegbar. Ich habe mit denen fast gar keinen Schaden gemacht. Und das sind hässliche Naga-Versionen gewesen. Aber what the fuck... Okay, vergesst es. Ich habe so viel Geld gerade gekriegt. 13.000, was? Anyways, wir haben jetzt unser Level Up mit Rokuro und Eisen. Ich denke, dass da, damit können wir es beruhen lassen. What the fuck? Okay, sorry, das haut mich gerade wirklich um. Hier ignoriere ich jetzt noch ein paar Gegner. Oh, so. Okay, ich habe mich wieder langsam gefangen hier. Oh. Sehen wir einfach zu von hier weg. Sehen wir einfach zu in den nächsten Kämpfen, wenn wir noch normale Gegner zu haben. Fatale Gegner. Das ist ja an sich ja eigentlich ziemlich beschiss. Ich meine, wenn wir es noch sogar noch nebenbei mit Gegnern zu tun haben, die eigentlich fast unbesiegbar sind, dann sind diese Kämpfe ja fast unschaffbar. Das war wirklich eines der ersten Kämpfe, wo ich heftige Schwierigkeiten hatte. Rip meine Items. Ihr habt mir großartige Dienste erwiesen. Und hier habe ich natürlich auch nichts hingekriegt, aber ich glaube, meine Stoßanzeige war auf 3, ne? Ja. Okay, das war doch von mir. Hier hätte wahrscheinlich sogar eigentlich die zweite Mystikart treffen können. So, aber ganz ehrlich, hier sind mir die Kämpfe sogar viel, viel angenehmer. Oh, bitte lasst nur keine weiteren fatalen Gegner auftauchen. Ich schwör's euch, ich werde sogar flüchten, wenn es sein muss. So, wer ist der Nächste? Ihr. Okay. Nein, das ist ja doch so, das ist ja doch eine Naga. Geh weg. Oh, so, einfach nur noch normal weg hier. Ich sammle noch die ganzen Cutscenes ein und wir schaffen wirklich die 400. Ich glaube das nicht. Geh weg, Vogelfiech. Ich habe Angst vor fatalen Gegnern. Und deine Gestalt könnte nichts Gutes... Oh nein, das ist die Katze. Da ist die Katze, die ich nicht haben wollte.
Aber es sind nur 165. Halb so wild. Wir können uns immer noch eine lachende Brille. Wir können uns immer noch eine leisten. Wie sieht die lachende Brille denn aus? Nein, es ist die Brille. Die hat mich damals in Tales of Celia so richtig kaputt gemacht. Ich hätte sie niemals in einer Cutscene bei Jude aufsetzen dürfen. Niemals. Wo so richtig Matt geguckt hat und da war dieses... da war dieses unernste Face drauf. Oh Gott. Aber wir sind ja gleich da. Ich kann sogar schon die Silhouette des Tempels da hinten erkennen. Oh, so, ich muss mich wieder zusammenreißen. So. Was haben wir denn da hinten? Nichts. Haben wir da unten was? Nein. Einfach weitergehen. Es scheint jetzt gerade nicht wirklich sehr vom Gegner bewohnt zu sein. Mit Ausnahme von dem Octopus-Gegner da hinten. Aber dich kann ich nicht mit deinem Gegner zusammentun. Also bist du irrelevant für diese Runde. Oh Gott. Ich hätte mich fast mit der Seeschlange angelegt. So, was haben wir denn hier drin? Bitte Heil Items. Oh, Trank ist eben sehr gut. Das habe ich ja leider, ungewollt verbrauchen müssen. So, okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Jo, gut zu wissen. Ich hab's doch eigentlich schon gesagt, ich habe die Silhouette da hinten schon erkannt. Man hat ja diesen leichten Turm da gesehen. Und ich muss diesen Porter anfassen, sofort. So, okay. Dann tun wir dich mal mit so einer Seeschlange zusammen. Dann haben wir wenigstens einen weiteren Kampf hinter uns. Wenn es möglich ist, bitte auch ohne fatale Gegner. Aber ich habe das Gefühl, wir werden jetzt wahrscheinlich, weil wir sowieso jetzt in einer schweren Situation sind, mit unserem Level-Up vor allem, kann es wahrscheinlich wirklich passieren, dass wir mehrere fatale Gegner hier kriegen. Aber die haben eigentlich nicht so viele XPs gegeben, ne? Also es wäre immer noch auf 1500, so wie wir es normalerweise bei anderen Gegnergruppen hier gesehen haben. Aber das Geld war es uns auf jeden Fall wert. So viel Geld habe ich noch nie in einem Kampf gekriegt, noch nie. Bis auf Elite-Monster und Tales of Xillia, aber... Elite-Monster, ihr wisst, was mich nach wie vor noch stört. So. Okay, aber wir scheinen eigentlich von den Punkten normal voranzukommen. So, was ist in dieser Silbertruhe drin? Geld oder Heil-Items? So eine West... Oh, würde ich gerne sehen. Stimmt, Rokuro trägt das ja zurzeit. Kann Lifestyle damit was anfangen? Eigentlich wollte ich jetzt seine Magie-Artis auf eine hohe Zahl bringen, aber ganz ehrlich, es ist wichtig, dass er auch noch an sich noch etwas Verteidigung zusammenkriegt. Deswegen schadet es ja nicht, seine physischen Angriffe auf einer kleinen weiteren Höhe noch umzubringen. So, das können wir nicht einsammeln. Ich habe auch keinen Bock, immer die ganzen Sachen wegzuwerfen, weil manchmal ist das echt unnütz, was ich da mache. Aber wir sind jetzt da. Finally. Und da seht ihr, da hinten sind wir sogar schon. Bin mal gespannt, ob ich vielleicht die Gegend da hinten vielleicht mit Cestiria vergleichen kann. Tempel von Palamedes. Sagt mir ehrlich gesagt null gerade. So wirklich null. Aber es scheint hier ziemlich still zu sein. Das bedeutet, irgendetwas könnte sich ereignen. Ich speichere sicherheitshalber ab. Benutzt jetzt wieder diese Safe-File. So. Weiter geht's. Ich würde noch gerne die Cutscene einsammeln. Ich hoffe, wir werden nicht einfach mittendrin in irgendeine Cutscene reingebracht, weil ich möchte mich hier wirklich erstmal komplett umsehen. Warum liegt da sogar ein Exorzist auf dem Boden? Ich glaube, er wurde verprügelt. Okay, es wird Zeit zu sehen, was da drin vor sich geht. Bin gespannt. Gib her. Nein. Nein, dieser Tempel. Das erinnert mich an diese Ruine aus Elysia.
Okay, warte. Geheimnisse des Unterwassertempels. ここは水の聖主アメノチを祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？ 剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが 聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究では、もともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。 ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、 内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんか、アイゼンの説明、全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは、疑問と検証の繰り返しで、 日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。Ah, ich wollte gerade was erzählen. Dann halt weiter zu den Gesprächsereignissen. Wo sind die Empyrer? ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ。裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。 前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祭り上げたのが聖司教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に存在そものが伝説なんだ。でもあの溝に確かにカノノシは存在しました。だが俺が知る限り、 聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。Da bleibt uns nur noch eins zu sagen, dann müsst ihr das herausfinden. So. Aber wie bereits gesagt, das erinnert mich schon ein bisschen an Elise. Vielleicht irre ich mich auch. Ist das ein Pengion? Nein. Ich dachte gerade, ist das ein Pengion-Goma? Gut, aber dass sie da sind, um verkloppt zu werden. Speerkämpfer nehme ich frühstücke ich gerne. Außerdem weiß ich sowieso, dass es jeder dieser Angriff ist. Und diesen Angriff von Velvet liebe ich über alles. Ich hoffe nur, dass ich jetzt in einer Reihe treffe. Aber anscheinend ist das gerade nicht der Fall. Egal. So. Aber die hatten eigentlich schon ziemlich viel aus. Ja gut, die sind auch zusammen auf Level 40 und wir sind auf Level 38. Das ist eigentlich ein gleichgestelltes Niveau.
kommen irgendwie wieder mehr zusammen. Holy, holy moly, wie viele Soldaten sind das ja eigentlich? Geht mal bitte weg. Okay, die haben mir den Job abgenommen. So, wie viel XP's kriege ich dafür? 2000! Hat der gerade mit denen sympathisiert? Ich wollte gerade sagen. Perverser Priest! Ich habe genug gesehen. Ich habe genug gesehen. Seid ihr Geister? Nein. Nein, ihr seid genauso wie dieser Wandgegner da gewesen. Warum habe ich nur... Warum habe ich so viele HPs verloren? Priester, hast du gerade mein Hüschen gesehen? Ich bin gerade ein bisschen irritiert von diesem Namen hier. Perverser Priester. Dich prieste ich gleich in die nächste Ebene. So, was haben wir denn hier? Wobei, nein, jetzt erinnert mich das eigentlich schon mehr an den Wassertempel aus Systeria. Ja, es hat da ein Wassertempel. Auf dem Monolith steht was geschrieben. Auf dem Kelch befindet sich ein Symbol, welches das fließende Wasser beherrscht. Wird der Kelch mit Wasser gefüllt und das Symbol färbt sich blau, wird das Wasser deinen Weg wie eine Mauer versperren. Wird der Kelch mit Feuer getrocknet und das Symbol färbt sich weiß, beruhigen sich die tosenden Fluten und geben den Weg frei. Oh, das bedeutet, es ist genau wie hier mit diesen ganzen Hebeln, die wir damals umgelegt haben. Das heißt, es können sich dabei neue Wege hier ermöglichen. Aber ganz ehrlich, mir gefällt diese Struktur sowas von. Ziemlich gut gelungener Tempel. In den Sockeln befindet sich eine Aussparung. Es sieht so aus, als ob man etwas darin hineinsetzen könnte. Aber wo finde ich das Zeug? Ist es das hier? Warte. Nein, es ist nicht. Ah, vielleicht in diesen Räumen. Gehen wir mal da links. Wie kostet Linkshänder? Und du bist als Soldat alleine nicht würdig. Es ist nicht würdig wert, von uns angesprochen zu werden. Und der Fußkick des Jahrhunderts hat mal wieder seine Wirkung gezeigt. So, aber das scheint irgendwie was zu sein. So, jetzt haben wir jetzt den Kelch getrocknet. Aber heißt das, dass wir jetzt nur die linke Seite getrocknet haben oder nicht? Verstehe das noch nicht so richtig. Okay, wir haben jetzt hier unsere Beschreibung. Wenn ein Kelch mit Wasser gefüllt ist, fließt der damit gebundene Wasserfall und versperrt den Weg. Mit Feuer kannst du das Wasser verkochen lassen und den Wasserfall zu stoppen und weiterzugehen. Angeblich dienen diese Kelche noch anderen Zwecken als diesen. Das würde ich gerne wissen. Das würde ich sogar gerne sehen. Ja, okay, ich wusste es. Es hat links und rechts. Ich werde aber mal beide ausschalten. Dann haben wir sogar den Weg da vorne frei. Und wir können uns die Räume da hinten nochmal ansehen. Was ist mit der Wand passiert? Da war doch dieser Wandgegner. Ach, geh einfach weg. Wisst ihr, ich verstehe die Malakins ja aber nicht, wie sie trotz solch schlechter Behandlung einfach auf die Idee kommen, diesen Leuten da zu dienen. Ich meine, ja, die haben ihre Methoden, damit sie denen gehorchen können. Aber ich meine, wie war das bitte am Anfang so? Ich meine, die Malakins hatten doch anfangs auch ihren eigenen Willen gehabt. Ich meine, das ist doch so ein Teil, das verstehe ich auch noch nicht so richtig, wie diese Konfrontation, also so am Anfang, entstand. Ich meine, es gab doch bestimmt einen großen Teil der Malakins, die sich ja dagegen gewehrt haben. Also halt nicht so schlecht behandelt, zu werden. Ach, Theorien über Theorien und Vermutung über Vermutung. Und Dummheit über Dummheit. So, scheint auf jeden Fall nur für Cutscenes gedacht zu sein. Was haben wir denn hier drin? Ein Finstertrunk. Das Finstertrunk sind eigentlich dazu da, um Gegner bei uns anzulocken. Also halt auch mit höherer Schwierigkeit. Diese leuchtenden Tränke da sind beispielsweise halt auch dazu da, die Gegner zu verscheuchen. Aber das brauche ich jetzt nicht wirklich. Was ist da? Ich kenne dieses Zeichen. Moment, stopp. In dem Monolith ist ein Juwel eingelassen. Du entnimmst das Juwel. Was ist das hier? Oh. Oh, was ist das?
Da kann ich nicht durch, ne? Och, beschiss, ey. Aber die Katzen bieten sich natürlich wieder sehr gut an und wir haben wieder 300 erreicht. Sehr gut. Muss mir das auf jeden Fall merken. Aber das scheint auf jeden Fall der Bogen für den Wasser-Amatus zu sein. Für den Wasser-Amatus zu sein. Ich hoffe wirklich, dass Artorius nicht amatisieren kann. Weil ich meine erste Härte gleich Anfängerniveau. Das heißt, ich wusste vielleicht noch nicht einmal, was Amatus ist. Außer er hat es entwickelt, dann weine ich. So, dann ersetzen wir das Juwel drauf. Ach so, ach so. Ich wollte gerade sagen, ich habe es auch gesetzt. Passiert jetzt etwas? Aber ja, es passiert etwas. Und zwar der Wasserfall davon verschwindet. Stimmt, es war ja auf blau geschaltet. Ich Blindfisch. Gefällt mir soweit bis jetzt sehr gut. Bin gespannt, welche Rätsel uns jetzt als nächstes erwarten. Und ich will schon jetzt nicht mehr.警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは。こやつ、胸に雨の血様の紋章をつけておる。あれは巫女少女ぞ。じゃあ、このゴーマは？さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。 Stopp, 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 stopp. Ich will sie nicht besiegen. Nein, jetzt wird sich Eleanor wieder schlecht fühlen. Nein. Kann ich irgendwie flüchten oder so? Nein. Ich will das, ehrlich gesagt, gerade nicht. Und die zweite Mystikart wurde nicht eingesetzt. Betrug, ey. Oh, ich hoffe, dieses Ding stirbt nicht gerade sofort instant, wenn wir es besiegen. Das würde ich nicht wirklich begrüßen. Oh Gott. Ja, es ist gleich down. So, es ist down, aber nicht tot. Miko, Tsutome. 村の人たちから慕われた人がゴーマになってしまうなんて。エレノア。もう元には戻れない。こうするのが、せめてもの、断りであると。あ、これって。 ゴーマは放っておけばいい。 Okay, das ist eine enttäuschende XP-Anzahl, aber... What the fuck? Ich habe irgendwie das Gefühl, Liveset verspürt teilweise bei Gomas jetzt auch irgendwie die Kommunikation. Ich meine, wir sind jetzt wieder in einem Ort gelandet, wo der Erdenpuls auch am stärksten konzentriert wird. Ich hoffe, wir öffnen nicht ungewollt schon wieder ein Portal, weil es ist genau wie letztens, wo wir gegen Artorius gekämpft haben. Da war ja auch das Ding hier, dieses Zeichen da oben da von Innominat. Ich glaube, zumindest war das sein Zeichen. Ich weiß es nicht. Innominat war halt irgendwie da, irgendwie. Hat mir selber gesehen. So. Okay, da bin ich mal gespannt. Weil das hier sieht aus wie die wie das Wassertempel aus Zestiria. Dieser Eingang ist verblüffend ähnlich. Was haben wir denn hier? Oh, natürlich haben wir hier wieder Anzahl von Soldaten. Wanna fight me, bro? あのゴーマ、娘さんを探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だったときにやりたかったこと覚えてるでしょ？ お母さんだったら、やっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。
でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て、心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔師を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。あっ、だから私は、ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。Oh Gott, stopp, stopp! Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich mich mit denen fighten, aber halt nicht. Okay, also, ich weiß nicht. Ich bin jetzt teilweise halt sowohl mit Velvets Denkweise als auch mit Elenos Denkweise halt nicht zufrieden. Ich meine, würden Gomas gar keine Gefühle haben, dann dürfte ja eigentlich Velvet da gar keinen Hass gegenüber Artorius verspüren. Wir wollen ja nur realistisch sein. Gut, aber ich muss mir gerade merken, das Wappen, wo ich erwähnt hatte, dass es eigentlich der Bogen für den Wasser-Amatus ist, das ist ja eigentlich Amenos Wappen. Ich merke mir diese Namen einfach nicht. Ich werde mir diese Imperer-Namen einfach nicht merken können. Das kann ich euch auf jeden Fall schon versichern, dass das nicht passieren wird. So, stirbt mal bitte an Altersschwäche. So, wie viel XP gibt ihr? Eine sehr akzeptable Zahl. Sehr gut. So, ich würde jetzt mal Elenor gegen Eisen austauschen. Und jetzt, da wir keine Nagas mehr und keine Giftschlangen mehr gegenüber haben, wird Rokuro jetzt auch wieder an die Front gerufen. So, achtköpfiger Drache. カノヌシはヤツクビのドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてやヤツクビのドラゴンだなんて。そうか、クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃクーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長いやつ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかりますだろう。問題は首が8つとなれば俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。はっ、どうしたの、ライフセット。八つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら、戦いの時にぶつかり合ったり、好き勝手に動いたりして、隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えば、きっと勝てるよ。ええ。手と手を取り合って戦えば、きっと勝てます。そうですよね、皆さん。お？わしらが、一つになれると思うか、坊や。それは。Es wird trotzdem passieren. Ich meine, eine Einheit? Das ist ja im Team. So, was haben wir denn an der Tür? 開かない。仕掛け扉か。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。わかってるわよ。この扉のひし形の石。前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯のかえ、さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだがな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。